Du nicht, Freundchen. Woher weiß ich, was der richtige Körper ist? There we go. Wie entspannt sie dann weitermacht, ne? Finde ich gut. Ist wirklich, finde ich gut. Ja, jetzt müssen wir ins Badezimmer. Na genau. Wir müssen ins Badezimmer. Das ist überhaupt kein Thema. Wir gehen ins Badezimmer, denn wir haben ja keine Angst. Wir sind ja mutig. Mein Zettel. Wir sind mutig und uns kann nichts passieren. Deswegen nehmen wir den Reiniger und tun ihn da rein. Und dann gehen wir rückwärts wieder raus, damit wir es nicht sehen, was auf uns zukommt. La 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 la. Und machen die Tür wieder zu. Ganz ja klar. Nein, nein, nein. Hier wird gar nichts passieren. Nein, nein, nein. Muss ich mir die jetzt. Fürs Verständnis, muss ich mir die jetzt alle nochmal angucken, um zu gucken, wer der Richtige ist? Sehe ich das jetzt Right. richtig? Okay. Oh. Hier ist alles in bester Ordnung. Kommen Sie, Herr Spears, wir gehen. Lassen Sie bitte die Augen zu. Ich kann jetzt. Das ist etwas, was ich nicht tun wollte. Spears, ich muss sie einmal drehen. Das ist immer ein bisschen hakelig. So, Herr Spears. Gehen Sie mal wieder da rein. Klappe zu, lieb sein, ja? Dann nehmen wir uns die Arme nochmal. Bin zu weit gefahren. Uns die Dame noch mal. Komm mal her, junges Fräulein. Kommen Sie bitte noch mal mit. Ich würde gern gucken, ob Sie vielleicht irgendwie Zeichen von dämonischer Besessenheit zeigen. Ich gehe mal davon aus, dass das so ist. Im Zweifel sind es immer die Frauen. Könnt ihr ja noch mal am PC gucken, vielleicht bin ich ja total falsch und eigentlich sagt mir das Spiel anders. Geht gern auf die Startseite. Identifying. Plötzliche Bewegung. Und seltsame Markierung. Plötzlich bewegt hat er sich aber. Ja, fuck, da sagst du was. Okay.
Möchte sich die Dame vielleicht bewegen? Da klopft was. Nichts, ne? Boah, ich habe Angst. Klopft da? Doch nicht die Dame. Hast du geklopft? Komm noch mal raus, bitte. Drin. Oh. Warum ist die Tür zugegangen? Oh, wieder auf hier. Bin nicht sicher, ob es die Dame ist. Ah. Oh, die habe ich ja aufgemacht. Aber keine Bewegung. Ist doch jemand an? Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das erkennen soll. Gehen Sie mal bitte wieder schlafen. Komme dann später noch mal zu Ihnen. Du noch mal her. Dankeschön. Die Dame, Sie bleiben bitte da drin, ja? Okay, der Herr. Oh. Mein Mausbett ist ein bisschen klein, deswegen muss ich ein bisschen mehr nüdeln. Der Herr. Haben ihn. Haben ihn, wir haben ihn. Und wir nehmen das Ding. Dann. Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Ja, leck's mir am Arsch. Steht er da? Bleib du mal schön da stehen, du Fool. Ich muss mal ganz kurz drehen hier. Ja, ein bisschen tricky. Mein Arsch wird einfach zu kleinisch. Verkugel dich jetzt, ne, dass dir das klar ist. Und danach werde ich meine Ruhe haben und du wirst mich in Frieden lassen und so.
Einer mit dir. Weg. War das der Richtige? Can I leave? I want to go home. You can leave. But once an entity finds you, all the houses of hell will do anything to get back to you. I'm sorry, but it doesn't end here. From now on, there is always a chance this will happen again, no matter where you are. I don't want this. I just want to leave. What do I do? I'm sorry, but there's no going back. I've spent years learning everything I can to keep these entities at bay. It's the only thing we can do. So what? You're waging some selfless, holy war? It's not a war. It's survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger. But I don't do this for some greater good. We either face it or fall to it. I wish I could claim to be someone better. Suffering hell to save us all. But I simply want to live another day, just like everyone else. When I first experienced this, I had to make a choice. I could run and spend the rest of my days in fear, or I could learn to face it and keep some semblance of a normal life. Normal. Right. It's not a life I would want for anyone, but choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. So I'm offering you a different kind of job. Work the night shift. Learn what I know. Give yourself a chance at a life beyond fear. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. The choice is yours. I hope you come back. Ending 1 von 5. Okay, es gibt 5 Enden. Okay. Das ist interessant. Sagst du, kannst du mir mal oder irgendjemand sonst kann jemand mal einen Zeitbefehl geben? Schiff 2. Mhm. Ich schlage Folgendes vor. Wir spielen das Spiel nochmal, also nächste Schicht.
Aber nicht mehr heute. 23.16 Uhr ist das erst. Ach ne, dann komm. Spielen wir noch eine Schicht. Dann so, machen wir noch eine. Laden aufmachen, ne? Ihr wisst. Oh. Gute Nacht, Pseudonyma. Schlaf gut. Oh, ich will meinen Schlüssel? Ja. Ich will meinen Schlüssel. Komm mit. Wer ist das? Die Oma. Toll. Warte, man kann immer noch nicht. Ich würde gern. Es gibt ja, es gibt 5 verschiedene Enden. Ja, doch, es ist schlimm. Das muss sein, ja. Und ach so, warte. So. Ich nehme wieder das dabei. Tape Recorder nehmen wir wieder mit. Wozu haben wir eigentlich die Streichhölzer gehabt? Ja, ich nehme sie wieder mit. Es ist schlimm. Aber. At least I can keep track of things. Mhm. Machen wir da auf. Das sind dieselben, ne? Ja, das sind dieselben. Und Computerzugriff haben wir auch direkt. Oder? Da haben wir direkt Zugriff drauf. Darauf nicht. Das ist derselbe Code. Ne. Natürlich ist es nicht derselbe Code. Das wäre ja zu einfach. Was mich interessieren würde. Das machen wir jetzt einmal ganz schnell. Wir klären die wirklich wichtigen Dinge in diesem Spiel, außer dass die Steuerung. Ist der jetzt da? Ist der da? Oh. Brian Armstrong. Mart. Und B. Baron. Gibt etwas, das möchte ich unbedingt probieren. Errungenschaft Speedrun.
Das war nicht gut, glaube ich, ne? Mr. Delver? Wo bin ich? Was macht der? Errungenschaft just gewinnen. Ups. Huch. Ich wollte es nur mal probieren. Das ist kein Ende? Ach so, wir waren besessen. Okay. Wir waren besessen. Ups. Ich wollte es nur mal versuchen. Okay. Wir gehen sofort los. Aber wir machen eine ganz kurze Pause, weil ich muss nämlich mal pipi. Einen Moment, bis gleich. So, wartet. Estoy creciendo maduro en mi tierra, listo para volar mientras mi gente espera. Espigas que voy yo sembrando para ver si germinan. Viento del norte, pensamiento y vida a San Pedro. Lo traigo entre el aliento y saliva que suelto. Cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo. Okay. Autodurf-Musik. Habe ich die jetzt ausgemacht oder habe ich sie jetzt noch an? Müsste aus sein, ne? Nehmen wir mit. Jetzt spielen wir nochmal ordentlich. Ist aus, okay. Manchmal bin ich mir da nicht so sicher. Ich bin jetzt nochmal ordentlich und gucken mal, was so passiert. Ordentlich erstmal ein bisschen Kaffee, ist klar. Dann die Vase müssen wir einmal umschmeißen. Das ist wichtig, das gehört dazu. Machen wir auf, das brauchen wir. Hier ist nichts Neues drin. Hier ist auch nichts Neues drin. Den Tape Recorder nehmen wir mit. So. Brauchen wir das Ding. At least I can keep track of things. Hier machen wir die Klappe aber wieder zu. Brauchen wieder den Code. 88986. Machen. Dann machen wir das Ding auf und nehmen so ein Teil schon mal wieder mit. So. Guck nochmal, ob es hier schon irgendwas ist. Nicht gut aus. Ja, auf. Ja, auf. Hier ist irgendwas. Oh. Was ist das mit dem Bogen? Speedrun hier. Seht ihr das? Nämlich, weil ich nämlich keine Angst habe. Das hier. Das
jetzt erstmal da rein. Okay. Habe ich nicht die Tür zugemacht? Wird doch zugemacht. Egal. Wir holen uns den ersten. Das ist immer noch ein bisschen tricky, aber das liegt halt, wie gesagt, an mir selber. Da ist auf jeden Fall schon einer drin. Gut. Das ist Garcia, Arnesita und Wordross. Okay. Wir holen uns. Das ist nicht lustig. Hier wird nicht gelacht. Okay. Alles easy und entspannt. Wir machen ja nur unseren Job. Der sieht ein bisschen gruselig aus, muss ich sagen. Also. Aber die Hände, da ist da was. Nix. Ja. Ja, eigentlich paranoid oder so, ne? Okay, das war's schon. Gut. So, jetzt 54 gewesen. An der rechten Schulter hat man das. Am rechten Arm hat man das. Linkes Bein ist das. Und am rechten Bein hat man das. Lassen Sie bitte nicht das mit dem Licht ist nicht so nett. Muss ich sagen. Wer weint denn da?